Es war der friedlichste 1. Mai seit Jahrzehnten, so die Berliner Polizei. Dennoch gab es am Abend Ausschreitungen. Linke und linksradikale Gruppen haben Beamte in der Hauptstadt mit Böllern und Flaschen beworfen. Die Polizei hat Pfefferspray eingesetzt. Autos und Müllcontainer wurden angezündet. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, hat 37 Personen festgenommen. Insgesamt haben rund 40.000 Berliner an Demos und Kundgebungen teilgenommen. In Hamburg gingen ebenfalls Tausende auf die Straße. Weitgehend friedlich. Doch auch hier haben einige Teilnehmer Pyrotechnik gezündet und vereinzelt wurden Polizisten angegriffen. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen.